Zwei neue Level im Norden des Landes, N4, Bank of the Wild River. Okay, ein wilder Fluss. Schauen wir uns das zum ersten Mal an. Die graue Truhe gibt es direkt zu Beginn. Aber wo ist der Schlüssel? Also falls ich es noch nicht gesagt habe, in jedem Level gibt es zuerst, normalerweise, wir haben auch schon Ausnahmen gehabt, zuerst die graue Truhe, dann die rote, dann die grüne und zuletzt die blaue. Weil die blaue haben wir bisher noch gar nicht. Aber dadurch, dass wir noch längst nicht alle Level... Was heißt nicht längst? Noch, also wir haben schon bald alle Level gesehen. Aber man sieht und merkt, dass immer wieder welche dazukommen können. Ja, und ihr merkt doch, es fehlen noch so viele Fähigkeiten. Autsch! Piekst! So, Achtung, Achtung. Hier sind aber verdammt viele Blöcke im Weg. Das missfällt mir so ein bisschen. Wo ist der graue Schlüssel? Wir wissen, wo die Truhe ist. Ich werde jetzt hier nicht alles zerstören. Das ist doch... sprengt den Rahmen hier in der Situation. So. Oh, da ist er auch schon. Also, the Wild River. Ist das eigentlich nur eine Strömung hier? Können wir auch nichts dagegen tun. Autsch! Was zum Teufel? Wie ein Wespenstich. Und das im Wespenjahr 2015. Definitiv. Oh, wie es nervt. Jetzt müssen wir auch noch irgendwie zurück. Weil wir da nicht hoch können. Nee, oder? Kann man sich das nicht verbauen irgendwie? Also wir müssen auch noch die Strömung mitnehmen und dem Krimskrams da ausweichen. Jetzt einfach mal instinktiv ganz unten bleiben. Na komm, lass reichen, oder? Gibt es hier jetzt irgendwelche Problemchen? Bin ja weitergekommen als eben. Lass mich an die Truhe, komm schon. Ey, das ist nicht zu glauben. Was ist das denn? Okay, ich habe gedacht, das ist ein kurzer Prozess mal wieder. Wie oft haben wir ein Variolent 3-Part begonnen und direkt mal eine Truhe abgesahnt. So ist es auch diesmal, aber trotzdem... Ein bisschen Try and Error. Ich weiß ja nicht, wo die Dinger auftauchen. Jetzt weiß ich. Ich bleib trotzdem ganz unten. Das dürfte reichen. Okay, aber knapp. Auf den Pixel genau. Diesmal sollte nichts mehr schief gehen. Ah, da kannst du hoch. Wario! Alles klar. Hier ist noch etwas. Da oben geht die Party ab. Aber kein Peil, was wir da noch brauchen. Vielleicht ja Tag und Nacht oder irgendwelche Ereignisse auf der Karte. Muss man sehen. Egal, das hätten wir. Vielleicht bringt es uns voran, vielleicht aber auch nicht. Da wir ohnehin noch N5 erkunden müssen, kann ich mir auch nicht vorstellen, was dieser Dreizack von Neptun ist, oder? Sagt man. Dass der uns weiterhelfen könnte, das ist einfach nur ein Schatz, damit Wario sich ein bisschen besser fühlt. Bei Nacht geht es jetzt also nach N5, the Tidal Coast. Also die Küste. Bei Nacht. Warum macht er eigentlich immer noch dieses Gepaddel da? Wir können doch inzwischen schwimmen. Er ist doch nicht mehr verloren. Gucken wir uns erstmal hier hinter oben. Das sehen aus wie feste Blöcke. Bestimmt gibt es später auch eine Fähigkeit, dass wir die zerstören können, weil die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. In unserem Abenteuerchen. Was ist das hier? Da müssen wir, glaube ich, Gegner dagegen werfen. Gibt es ja auch. Haben wir, glaube ich, im allerersten Level schon gesehen. N1. Nice, wisst ihr? N1. Nice. Komische Krabbelkäfer. Ich schaue mir das alles in Ruhe an hier. Hier fehlt mir noch die plausible Erklärung, was das soll. Wahrscheinlich falle ich runter und werde immer wieder an dieser Tür rausgebracht. Also hier haben wir uns nicht zum letzten Mal gesehen. Nee, lass mal. Dort unten die Coin nehme ich jetzt einfach mal aus Spaß und der Freude mit. So, da oben, da sehe ich den grauen Schlüssel, da muss ich brennen. Vielleicht sollte ich erstmal versuchen, da war doch irgendwo was. Na gut, dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Das wäre meine zweite Option gewesen. Aber vorne war ja Feuer, deswegen geht das eigentlich. Dann gehe halt hier hoch. Nein! Wollte gerade sagen, nimm die Coin mit, Alter. Fällt er in den Schlüssel rein, aber die Truhe haben wir in dem Level noch nicht erblicken können, ne? How about no? Yes, hier sind wir. Ich glaube, da kommen wir, oder sollen wir eigentlich nur drankommen mit... Ach nee, oder? Nein. Hey, es geht. Habe schon mal Schwein gehabt. Weiß nicht, was das jetzt sollte. Aber wir können hier gar nichts bewirken. Oh, da ist mir das Blut in den Adern festgefroren.
Ich würde sagen, als nächstes suchen wir uns mal ein bisschen Feuer. Ja, hast du mal Feuer? Ich hasse es, wenn Leute mich das fragen. Ich als Nichtraucher. So, hier oben ist nichts. Noch, da geht's weiter. Feuer war hier vorne. Das müssen wir den ganzen Weg über mitnehmen. Kann auch wieder interessant werden. Tja, normalerweise sollte man sich ja freuen, wenn man in Flammen steht und dann in Wasser abtauchen kann. Aber in der Situation jetzt halt mal nicht. Das ist die falsche Richtung, Boy. So. Das ist echt... Kann ich dann sofort wieder um ganz schnell springen? Ja, nach unten. Super gemacht. Da ist die graue Truhe. Ja, generell die Traue... Die Traue Krue. Ganz genau. Also, grauer Schlüssel und Truhe. Das ist echt immer nur so ein bisschen ein Level anteasern. Man kratzt nur an der Oberfläche, so habe ich das Gefühl. Aber gut, haben wir schon wieder zwei Schätze in diesem Part. Das ist ein Buch. Lass uns schmökern. Nee, was bringt das Buch? Hat das irgendeinen Effekt? Irgendwas muss passieren. Oh yeah, mit Lesezeichen. Und der Dreizack. Okay, braucht man diese beiden Items. Damit hier irgendwas passiert. Okay, da ist der Fluss jetzt ausgetrocknet. Das hat Bridge wohl... Fatal verändert? Nein, es gibt Süden 4. Great Canyon? Das ist der nächste Anhaltspunkt. Auch wenn es so ziemlich abwechslungsreich ist, ist es definitiv. Es ist auch recht linear, weil man einfach... Ich war mal nicht so viele Freiheiten hat in dem Game, aber das finde ich wiederum gut gelöst. Das Deep Canyon, nicht der Great Canyon, da ist ein Unterschied. So, wieder eine Strömung, also ab nach oben. Ups, da habe ich schon was freigedönert. Das Deep Canyon. Kann ich hier noch mehr? Tatsächlich. Ich kann das alles wegfetzen. Ich höhle den Berg aus. Richtig auch? Nein, Stampfattacke nicht. Ja, Wario, ich sehe schon, du hättest Spaß an Minecraft, aber wir müssen erstmal zur Tat schreiten. Oh, was wird denn das hier für eine Party? Ah, das war schon befürchtet. Ich mach das so. Ich will jetzt nicht irgendwo hinlaufen. Unten ist bestimmt Wasser, wo er hinrennen würde. Ja. Oh, das war auch gut. Ich sehe, das sind diese komischen Wasserhände. Beziehungsweise so Sandversionen haben wir in den einem Level schon gesehen. Ach, das ist doch echt übel. Was macht ihr bloß mit mir? So. Mario, it's me. Ach, der gute Schalz, Marini. Nein, schnell, schnell. Individuell, aber schnell. So. Dangerous. Komme ich wohl nicht so ohne weiteres weiter? Blöp. Bams, bams. Wie? Ich mache alles weg. Na egal. Es sei wie es sei, Haferbrei. Da oben ist wieder so eine blöde Kröte. Das war leider nur für... Oh, danke, danke, danke. Das war leider nur für so eine Coin. Setzen wir unseren Weg fort. Oder auch Mazda. Grauer Schlüssel. Ein merkwürdiges Tor, weil Baum. Einfach mal so. Einfach mal, du darfst hier nicht lang. Check's einfach. Musst akzeptieren. Ich wollte es eben anders machen. Vielleicht muss ich da hoch. Ah, so habe ich es auf jeden Fall. So ist es nicht gedacht. Nee. Aber vielleicht ist dahinter was. Oder ist einfach nur random. Es soll einfach nur nerviges Feuer sein. Sehe schon, da geht's nicht so ohne weiteres. Bleib, Digga. Dem tut es noch nicht mal was. Tja. Er find's chillig. Kleine Thai-Massage. Wow! Nein! Und alles wieder zurück. Ja, bloß nicht in der Luft entburnen. Damit kann ich leben. Solange ich nicht runterfalle, ist alles in Buttermutter. Chibona. Der nervt aber auch. Ich kann die immer noch nicht aufnehmen, ne? Ja, tolle Wurst. Da muss ich hin, aber... Ich habe gesehen, dass wir da auch jetzt über den drüber und... Jump. Oh nein. Too late. Wie komme ich denn jetzt am besten an die Truhe dran? Habe ich da gefailt? Ach,
Nee, nee, nee. Ich kann hier unten ebenfalls lang. Da muss ich aber genau so nach rechts kommen. Nach links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ah. Nein, das bisschen. Ja, was ist denn da? Ach, eine Coin. Sollten wir schon holen, oder? Ich gebe trotzdem mein Bestes. Das ist ja nicht schwer, einfach unten bleiben. Und der Fisch ist rasiert. Aber da Wario nicht zwingend auf rasierte Fische steht, geht's nochmal nach rechts. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber alles machbar, Herr Nachbar. Was zum... Ich darf nicht mal über den drüber rollen. Ich hätte den Level schon fertig haben können, wenn ich wollte. Nur diese verdammte Coin. Das sind so echt böse Level, die nerven einen bestialisch. Haben in die Kommentare geschrieben, des ersten Parts, einige, ja, ist ja irgendwie komisch, das ist total OP, wenn Wario nicht sterben kann. Weil er kann ja nicht sterben in dem Abenteuer, aber es juckt doch keinen, er muss auch nicht sterben. Finde ich eigentlich sehr intelligent gelöst von den Entwicklern, findet ihr nicht auch? Dass sie den Spieler irgendwie anderweitig ärgern. Es gibt keine Checkpoints, kein Lebensverlust. Aber Wario kann nicht sterben. Ich habe sogar gesagt, höchstens wenn er in Abgründe fällt. Aber er kann auch nicht sterben, weil es keine Abgründe gibt, wo man sterben könnte. Und trotzdem merkt man das dem Spiel einfach nicht an. So, einmal probiere ich es noch. Wenn es dann nicht klappt, dann hat es nicht sollen sein. So, warte. Springen, springen. Dann kommt der Dicke. Springen, springen, springen. Und irgendwie bin ich nicht schnell genug. Aber ich habe doch durchaus meinen Ehrgeiz, ne? Ehrgeiz ist geil! Ich war am Überlegen, ob ich nochmal springen muss. Also pass auf, hier, dann springen, dann kommt der Dicke. Dann springen, springen, springen. Na also, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Können wir jetzt ja ganz gemütlich nach links und die Truhe absahnen. Heidewitzka! Da haben wir bislang in diesem Part drei neue Level erkundet und in jedem die graue Truhe geöffnet. Allerdings war das noch nicht das Ende der Fahnenstange in diesem Part. Was bringt mir der Handschuh? Das ist ein Power-Up. Oh, ich kann ihn ja nicht greifen. Erzähl mir nichts. Ich wollte es. Oh, danke. Oh yeah, Baby. Haben sie viel zu lange gewartet damit. So, kann ich noch irgendwie... Ja, okay, nach oben kann ich schmeißen. Ist gut. Und gedrückt halten kann ich dann... Ja, okay, die kann ich zerstören, sehr gut. Aber kann ich die auch so powermäßig nach vorne schleudern? Ja. Noch irgendwas? Das war's. Gut, wo können wir dann damit arbeiten? N5? E2? S2? S2. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehe ich erstmal zu The Big Bridge. Aber ich muss erstmal gucken. Habe ich eh schon. Muss mal gucken, wo ist das verlangt? Schwimm durchs Öl, mein Digga. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht mehr die Stelle. Das sind auf jeden Fall die härteren Blöcke. Ich glaube, da können wir einfach stärker rammen. Irgendwann später haben wir die Fähigkeit, dass wir stärker rammen können. Das scheint mir einfach nur plausibel. Ah! Fischgesicht! Die sind echt böse, Mann. Lass mich! Okay. Da brauchst du einen Gegner. Aber hier ist doch kein Schwein. Soll ich so einen Fisch nehmen? Im Ernst? Geht das? Nein, kann ich nicht. Hä? Wo kriegst du einen Gegner her? Ach so. Das ist ja schwierig. Ich krieg das doch nicht so ohne weiteres hin. Okay. Ach. Locker flockig. So. Bams. Traditionsgemäß wie in Wario Land 2 und 4 bereits bekannt. War mir fast klar, dass es auch hier keine Ausnahme geben wird. Minigame Clear. Das ist die grüne Truhe, die dritte. Was sind du für Probleme? Hey, leg dich nicht mit mir an! Okay, ich warte, bis er sich wegdreht. Mann!
Ah, ich kann doch nicht mal in die Lücke springen irgendwie. Ja. Wenn das gelingt... Ja, jetzt war's Fail. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Haut mal ab, ey. Chabona, Chabona. Dürfen wir wieder golfen? Oder immer irgendwas Abwechslungsreiches? Nein, wir dürfen golfen. Ist okay. Da kann ich mich ja nur blamieren, aber ihr kennt das schon. Alter, das war gut! Naja, im hohen Gras, aber was soll's? Chabona? Ja, was tun? Das ist halt so. Viel besser geht's halt nicht. Ach ja, das wird so nix. Zu viele Hindernisse auf meinem Weg, Pokémon-Meister zu werden. Wenn ich schon von hohem Gras erzähle, ne, dann... Ja, manchmal sind leichtere Kurse, manchmal schwierigere, aber... Da wir jetzt schon hier sehen, du brauchst... Ist dasselbe wieder, ne? Möglichst hart treffen. Ach! Nein! Das bisschen, Junge, du hättest da drauf bleiben können. Ja, das war einfach nur Pech. Pech gehabt! Nichts zu machen. Also mal mega hart treffe könnte es, aber trotzdem, naja, es reicht eh nicht. Und so schon mal gar nicht. Dann, dann. Oh man! Ich hab's gar nicht gesehen. Vier braucht's. Ja, tolle Wurst! Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Aber durchaus perfekt. Aber was willst du machen, wenn der halt da im Sand landet? Nicht mehr viel. Nicht mehr viele Möglichkeiten. Ah, das Minigame ist ein bisschen zu hart, oder? Also ich meine so generell, die können auch ein bisschen mehr Freiheiten lassen. Klar waren jetzt auch individuelle Fehler von mir dabei, aber trotzdem. Es dürfte klappen, so. Das war jetzt wieder viel einfacher. Das hätte man auch mit... Na gut, mein eine ist ein bisschen schwieriger, aber mit zwei... Hauptsache, das Ding ist weg und wir können weiter. Ich habe aber noch keinen Schlüssel, kann das? Nee, mal so gar nicht. Gar keinen Schlüssel. Warum sind die wieder da? Ich will auch da hoch. Ich will mal an diesem Block. Der erscheint mir verdächtig. Nee? Nix? Was soll das denn hier? Hau es doch mal ab. Eisbär. Hoffentlich gibt es ja noch die Erklärung. Okay, wir müssen irgendwo anders nach dem grünen Schlüssel suchen. Die Truhe hätten wir freigelegt. Dann ist sie nicht hier. Aber wo war der Schlüssel? Ich würde mal wetten, ich habe den irgendwo schon mal eingesammelt. Hat aber keinen Peil, was ich damit anstellen soll. Oder wo der ist. Wo die Truhe ist. Schwimmen wir erstmal dahin. Z-Gesuche, ey. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist alles legitim. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Obwohl, was ist zum Werfen, ne? Ich glaube zwar nicht, aber ich probiere. Ist cool. Ach. Echt jetzt? Okay, die können also auch anderweitig. Bin ich recht happy, dass ich direkt in den richtigen Weg abgebogen bin. Brauchen wir jetzt nur noch Absahnen und gut ist. Hier war das. Dann fehlt hier nur noch die blaue Truhe. So, meine Speckschwarte, du darfst wieder absahnen. Sehr gut. Und take this! What is it? Ey, das sieht aus wie ein... Nicht wie ein Gameboy, das ist so ein Pikachu-Dings. Ah! Pokémon Mini! Nee, ist kein Pokémon Mini. Es gab für Pikachu ein eigenes kleines Tamagotchi-Dings. Eine Fusion aus Tamagotchi und Pokémon. Pocke. So, wenn wir heute schon da waren, würde ich sagen... Ich habe das andere vergessen, in der Tat. Aber mal sehen, N5 war auf jeden Fall noch. Da werde ich hinspazieren. Mit meinen Spatzenhieren. Da waren wir heute nämlich schon mal. Wo
Wo waren denn die Blöcke? Ach! Hier vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Nee, das sind ganz andere Blöcke. Die werden uns dann auch wieder zu einer Schatztruhe führen. Ach so. Recht simpel. So, dich kann ich nehmen? Nein. Den kann ich nicht nehmen. Auch kleinere Opfers. Nach! Dann musst halt du dran glauben. So, Baby. Hit me, Baby, one more time. So soll's sein. Roter Schlüssel, exzellent. Wir sind auf dem richtigen Dampfer. Ja, schnell weg da. Ja, ja, die blöden Blasen. Ich finde Blasen ja in der Regel nicht so schlimm, ne? Eigentlich ganz angenehm, aber in Wario Land, nope, ist es was anderes. Okay. Hilft notfalls nur ausweichen und wegschwimmen. So, gib Gummi. Kommt da noch einer? Schwimmen wir noch weiter nach unten eigentlich? Eigentlich nicht, ne? Nach oben geht's ganz easy. Mal doch zu mir nachschauen. Ah! Kann ich da durch? Dumme Frage. Das hier ist bestimmt die Truhe dann. Also gut, wir holen uns erstmal den Schlüssel. Der Schlüssel war ja definitiv oben. Ich denke mal, da muss die Truhe sein. Im Endeffekt. Alter. Mach dir deinen Weg frei. Wir machen ihn den Weg frei. Hier ist Strömung, da können wir nicht ohne weiteres, aber dafür gibt es auch eine Lösung. Dafür sind sie nämlich gut, die guten Wario Land 3 Blasen. Viel zu laute Soundfiles. Das verzeihen wir an der Stelle mal. Yay! Passt! Wackelt und hat Luft. So. Die ist echt fies. Die nimmt so einen mega Bogen, ey. Ah, nein, das kann's doch nicht sein. Wenigstens hier. So. Wunderschön. Beil? Nee, ich glaube, Beil bringt hier nichts. So, jetzt abtauchen. Es geht immer tiefer hinab mit der Karriere von Wario. Eine einzelne Seifenblase kann den Traum wie eine Seifenblase zum Platzen bringen. Welch Ironie des Schicksals. Und welch ein Dummgelaber, aber dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Dann hast du die Ehre. Was ist, wenn man den kaputt macht? Einfach durch die Türen wieder zurück, dann ist er bestimmt respawned. Ja, das werden wir direkt mal austesten. Ja, muss er sowieso. Sonst wäre ja hier irgendwie was falsch. Außerdem bleiben die Blöcke weg, das ist ja überragend. Tja, ich muss ihn nicht gleich vor die Hunde gehen lassen. Aber er steht halt auf dem Weg, das muss man mal so honorieren. Muss man mal Verständnis für mich zeigen. Vorsichtig. Chabona! Ja, komm doch nochmal mit. Sei dumm wie Brot und komm nochmal mit. Und das ganz ohne Aspirin. Wahaha, was für ein Schatz gibt's diesmal? Ah, rote Truhe. Schön, den Level halb gelöst in diesem Part. Ein Fuß! Weißfuß, ein ziemlich grüner Fuß, ein Zombiefuß! Oder habe ich total was in den Augen? Das ist was anderes? Ich sehe da einen Fuß, der einfach so chillax auf der Couch liegt. Es ist tatsächlich einer. Diesmal ist es aber ein Steinfuß. Ey, der ist wieder runtergefallen! Was bringt das denn nun? Dass wir da rein können. An einem Level können wir allerdings noch was erkunden. Also bevor wir da weitergehen, gucke ich mich da nochmal um. Im Osten war das definitiv. Ich glaube bei E2, ne? Ja, da gehen wir hin im nächsten Part und mal gucken, was als nächstes abgeht. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!